Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Minecraft. Ich verdecke wunderschön das Copyright und damit würde ich mal vorschlagen, gehen wir in den Welt hier hinein, wo wir hier das letzte Mal stehen geblieben sind. Hier oben in unserer kleinen Holzfällerhütte. Und ich habe dran gedacht, hier ein bisschen das Gras wachsen zu lassen. Allerdings ist es bei weitem noch nicht fertig. Und ich wollte jetzt auch nicht großartig länger als 3 Stunden hier rumstehen dafür. Ich habe den Lichtbug von den Treppen das letzte Mal schon noch super behoben, als ich auf Smooth Lighting umgestellt habe. Und jetzt, ja, weiß ich noch gar nicht so recht, was ich eigentlich machen will. Also, was sehr sinnvoll wäre, ist, denke ich mal, theoretisch hier einfach mal die Oberfläche weiter zu hier zu warten, sage ich jetzt mal. Indem ich einfach sage, dass ich hier weitermache und das Gras halt setze. Quasi hier so ein paar Hügelchen reinbaue. Das ist sehr, sehr, sehr sinnvoll. Na, großartig. Unsere Rüstung ist, glaube ich, in letzter Folge schon kaputt gegangen. Also das Sneaken funktioniert echt zuverlässig. Und sehr, sehr, sehr gut. Und ohne Probleme. Aber ich glaube, das Problem ist immer schon so oder so. Shift funktioniert grundsätzlich nie. Ist jetzt eigentlich auch nicht so weiter tragisch. Wahnsinn, wie schnell hier jetzt das Gras schon wächst. Und auf der Seite dauert es 5 Jahre, bis es überhaupt mal von A nach B sich fortbequem. Und hier ist es einfach instant da. Ja, mein Respekt. Was zum... Wieso bin ich jetzt schon wieder runtergefallen? Oh Gott, ist das hier dunkel. Vorschlag meinerseits, wir werden da unten nie wieder reingehen. Und 30 FPS erscheinen mir sehr wenig. Warte mal. Ich probiere jetzt mal in den Optionen, was ganz was Gewagtes. Und stelle das Advanced OpenGL ein. Was so viel besagt in dem Fall hier in dieser Version, dass nur die Blöcke gerendert werden, die man auch tatsächlich sieht. Was auf Deutsch, alles, was hier drunter sich befindet, wird nicht gerendert. Das würde erklären, warum wir auch mehr FPS haben wieder. Das erklärt leider auch gleichzeitig solche kleinen Löcher, die sich dann auftun, die aber ansonsten sehr, sehr harmlos sind. Allgemein, so richtig performance-stark ist diese Version nicht mehr. Das ist echt etwas schade. Also da, das war vorher besser. Und ja, ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, Optifine zu installieren in diesen frühen Versionen. Ich weiß nicht mal, ob es die Mod hier schon gibt. Da bin ich eher etwas pessimistisch. Und ich habe herausgefunden, mehr noch Zufall, dass Gras auch diagonal wächst. Das heißt, wir haben hier durchaus ganz gute Chancen, dass der Weg hier drinnen einwächst. Das heißt, wir brauchen diese Kiesränder, also diese Dirtwände hier nicht, um hier zum Beispiel Gras reinzukriegen.
Das muss auch ohne gehen. Und das finde ich ganz gut. Das ist sehr gut, weil dann kann der weg. Außerdem weiß ich halt auch nicht so gut, ob das überhaupt richtig sinnvoll funktionieren kann. Ob das dann überhaupt darunter wächst, das glaube ich nämlich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich. Sage ich jetzt mal. Naja, und hier, ja doch, da kann ich eigentlich schon noch so einen leichten kleinen Hügel reinbringen. Allerdings will ich hier dann auch schon langfristig wieder auf den hier hinten zurückkommen. Also halt hier so einen Rücken drin haben, der dann hier so langsam sich so wieder reinwindeln in dieses Tal. Das denke ich ist am sinnvollst, dass es ganz gut aussehen könnte. Alles andere, naja. Es darf halt auch nicht ein Rücken sein, bei dem es so richtig auffällt, dass der halt nur dafür da ist, um hier das zu integrieren. Das Feld. Das ist ja auch nicht schön dann. Wenn das so richtig krass offensichtlich deutlich wird. Irgendwie erinnert mich diese Melodie gerade extrem an Fluch der Karibik. Obwohl ich jetzt eher glaube, dass das etwas unbeabsichtigt ist. Denn Fluch der Karibik Filmmusik habe ich definitiv nicht in der Playlist, weil die wird so sicher geclaimed. Auch wenn sie wunderschön ist, aber die werde ich nicht verwenden. Und das ist Sims. Sims ist, hat auch tolle Musik. Genauso wie SimCity. Wobei ich da nur die Musik vom Vierer kenne, weil ich das Fünfer nie gespielt habe. Wie man ja im Fachkreis mittlerweile weiß, habe ich nichts verpasst. Das spielt man lieber City Skylines. Das ist da, wie es heißt, deutlich besser. Und ich bin mir immer noch am Überlegen, sage ich mal, ob ich mir das Neue SimCity nicht irgendwann doch noch mal hole, das Fünfer. In der Hoffnung, dass es halt irgendwann so veraltet ist, in Anführungszeichen, dass es diese ganzen sauteuren DLCs, die es da gab, halt quasi alle schon mit dabei sind. Bei dem Zeitpunkt lege ich es mir dann, ob ich mir nicht doch SimCity mal antue. Aber nachdem das nicht der Fall ist momentan, werde ich es definitiv nicht machen. So schnell. So. Hier quasi das Kurztutorial, wie man einen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man einen künstlichen Berg so richtig ausschüttet, dass er nicht künstlich aussieht. Ich habe das noch nie vorher gemacht. Aber ich gebe mein Bestes.
müsste ich hier eigentlich irgendwann noch darüber. Wir werden das quasi dann hier mich so auf den Berg hier einpendeln langsam. Und hier halt auch keinen wirklichen Hügel reinbauen, sondern halt alles ein bisschen flacher gestalten. Weil hier soll ja eh Wald hin. Ich weiß nur noch nicht, wann ich den Wald mache, wegen dem Risiko der Bäume eben wieder mal. Weil ich keine zigtausend verschiedene Laubtypen haben will eigentlich. Finde ich etwas unschön, sage ich mal. Wow, das war jetzt kurz vorm Runterfallen. Und hier hinten sieht man dann schon, wie man sich diesen Kiesweg vorstellen muss. Der geht dann hier langsam runter und hier auch hoch. Und da, wo ich jetzt runtergehe, geht er eigentlich nicht hin, aber ich muss irgendwie zu meinen beiden Kisten unten kommen. Weil ich Dirt brauche. Und der Dirt ist da unten. Leider. Ich würde ihn gerne anderswo hinstellen, aber das funktioniert leider nicht. Weil ich keine Kisten transportieren kann, wenn sie voll sind. Deswegen leere ich die Kisten und transportiere sie irgendwann später mal weg. Das kann weg. Beziehungsweise, ich habe eine bessere Idee. Das machen wir so. So, dann haben wir noch zwei ganze Ladungen Erde, die wir immer mal wieder abholen müssen. Schön. Dann muss ich auch, Gott, dann muss ich auch noch alles richtig machen. Das wird so ewig dauern. Meine Güte. Und hier wird dann auch so ein richtig schöner Hügel. So eine richtig hügelige Landschaft wird das hier dann. Stelle ich mir übrigens echt gut vor dann. Wenn das so wird, wie ich es mir vorstelle. Natürlich sieht das halt jetzt aktuell mit dem Kahlschlag noch echt schlimm aus, aber ich will halt jetzt noch keinen Wald dahinstellen. Weil ich nicht weiß, wie sich die Bäume, die ich jetzt in dieser Version setze, wie sich die entwickeln. Also so ein Wald wie hier unten, auf den kann ich verzichten, dann ehrlich gesagt. Da fälle ich den lieber alles normal und pflanze neu an. Und um mir das zu ersparen, pflanze ich aktuell noch gar nichts an. Ist jetzt zwar auch nicht gerade die praktische Methode, aber praktischer als nachher wieder alles fällen zu müssen. Ist das dann schon. Hier hinten war ich, ne? Müssen dann auch an diesen großen Flächen eher Sandflügel machen, das heißt dann schon so 8 bis 10 blockbreite Streifen von dem, was ich hier mache, dürfen dann schon deutlich länger sein als das, was ich hier mache. Wobei man hier natürlich sieht, dass die eigentlich schon relativ steil sind hier in dem Gelände, aber es ist ja kein Hochgebirge hier hinten, sondern eine, ja, eine hügelige Landschaft. Und eine hügelige Landschaft hat aber keine so extrem steilen Wände. Na komm,